Heute war Kung Fu Panda dran. Kung Fu Panda ist der neueste Animationshit aus dem Hause DreamWorks mit den Stimmen von Jack Black und vor allem Jackie Chan. Was ist besonders an Kung Fu Panda? Der Film strotzt nur vor intelligenten Einfällen und einem Tempo, das man selten in einem Zeichentrickfilm auf der Leinwand gesehen hat. Besonders beeindruckend ist natürlich in allen Linien die Animation und die lustigen Ideen. Ein Film für die ganze Familie, aber mit Anspruch. Vor allem Freunde von Eastern Filmen werden ihre wahre Freude haben und den Film zu schätzen wissen. In diesem Sinne. Und was die Fans zu Hause wahrscheinlich ja auch gern wissen wollen, wie schaut es denn heuer mit der Akkreditierung aus, Leander? Die Akkreditierung, lieber Harry, ist sensationell bleu. Bleu bedeutet blau und ist eine sehr, sehr gute Akkreditierung, mit der ich letztes Jahr schon die besten Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, im Optimalfall kann ich jeden Film, den ich mir vorgenommen habe anzuschauen, auch wirklich im Kino genießen. Und noch eine Frage am Rande, wo sind wir denn hier jetzt im Festival, wo wir dieses Video aufnehmen? Diesen Platz, wo wir jetzt eben sind, habe ich vor diesem Interview als das Wasserreservoir beim Filmfestival getauft. Wasserreservoir deshalb, wenn man hier als Journalist Mineralwasser konsumieren kann und das nämlich kostenlos. Sprich, Contrex, das ist diese Marke da hier, ist ein Mineralwasser und kein Kondom, wobei es eben so aussieht und es gibt natürlich auch noch Perrier, das ist mit Kohlensäure. Und in wenigen Minuten beginnt draußen vor dem Festivalzentrum die Premiere von Kung Fu Panda, wo ich jetzt versuchen werde, noch ein paar Videoaufnahmen zu machen. Viel Glück und Erfolg. Ja, danke, Leander. Les enfants perdus. Lui s'en souvient aussi comme ce soir à 20h30 au cinéma de la Tarare.